Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zur zweiten Staffel von The Walking Dead. Endlich ist es raus. Wir haben jetzt Dienstag, 17 Uhr. Ich habe schon 3 Stunden gewartet, jetzt vor dem Rechner gesessen. Nichts anderes getan, als darauf zu warten, dass endlich The Walking Dead 2 rauskommt. Und es ist da. Und ich würde sagen, einfach loslegen. Ich laber gar nicht drum rum. Ihr spielt einfach und fangt einfach an. Ich habe nämlich mega Bock. Episode Nummer 1. All the Remains. Was ich ein bisschen scheiße finde, dass es bei der zweiten Staffel jetzt immer noch keine deutschen Untertitel gibt oder so. Das finde ich ein bisschen scheiße. Hätte man anders machen können, glaube ich. Hätte man vielleicht ein bisschen nach dem ganzen Ansturm, also nach der ersten Staffel, der ja wirklich ein Ansturm war, und nach dem Add-on hätte man schon da was einfügen können. Wir müssen auf OK drücken. Boah, ich bin so heiß, Leute. Ich freue mich seit wie ein kleines Kind vor Weihnachten. Es ist ja bald Weihnachten. Also ich freue mich, als wäre ich ein kleines Kind. Ich bin ein kleines Kind. Ich freue mich einfach. Okay. Ach, es lädt noch, oder wie? Okay, genau. Wir haben nämlich schon ein Spiel gemacht hier, 400 Days mit den anderen Episoden. Könnt ihr alle unten in der Videobeschreibung, ist sogar der Link nochmal zu 400 Days. Genau, das ist alles passiert. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. Not how the world works now. Lee, are those bad people dead? Oh, Clementine, du süße kleine Schnuckelmaus. Oh, ich freue mich so. I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! Genau, und da sind wir infiziert worden und das war das Anfang vom Ende quasi. Oh Gott, das war auch hart, ne? Krass. Lee, I saw my parents. No. You have to shoot me, honey. Lee, no. Oh, das war so traurig. Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut auf dem ganzen Körper, ey. Das war so krass, diese Szene. Das Ende von Episode 5 damals. Und in der zweiten Staffel spielen wir mit Clementine. So habe ich es zumindest rausgehört. Telltale Games presents. Inspiration bis Skybound Entertainment. Ja, ich habe, glaube ich, vergessen, die Untertitel anzumachen. Ich denke, auf Englisch wären die dann doch schon vorzugsweise doch besser. Ach komm, ihr merkt schon, ich bin einfach momentan ein bisschen hyperaktiv. Auch weil ich ja Energy Drinks neben mir habe. Episode 1, All That Remains. What do you think? Oh, Midge, you can't be serious. Ah, die beiden. We are not doing that. Die Schwangere, genau. Why not? Because. Sahid oder so, wie ist der Sahid oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Come on, Krista. What's wrong with Omid? Krista und Omid. We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here. Omid. No. Omid Junior. Genau. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? Omid ist schon ein bisschen doof, oder? I take everything seriously, especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Why don't you get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Okay, Clementine alleine auf dem Klo, aber nach dem, was sie alles durchgemacht hat, ist es, glaube ich, ein Klacks jetzt hier. Guck mal, wie die mit ihrer Waffe da rumspielt, wie als wäre es eine Puppe, ne? Ich mache ganz kurz, mache ich hier die Optionen, Optionen, Audio, Video, Subtitles, Display Subtitles on, Apply, Previously und Resume. Wunderbar. Und was haben wir denn hier? Wir öffnen mal den Stall.
groß die Pistole wirkt, ne? Also wie klein Clementine eigentlich ist und wie gut die jetzt mit den Waffen umgehen können muss. Oh, ein Teddybär. Ja, viele Kinder haben ihre Leben gelassen nach dieser großen Apokalypse. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergehen wird, ob jetzt wirklich... Also wie viel Zeit auch vergangen ist, ne? Aber Clem sieht nicht ganz so glücklich aus. Ich glaube, es ist noch nicht allzu lange her, seitdem sein Vater, ihr Vater gestorben ist. Okay. Gucken wir, ob das Sink funktioniert, der Abfluss. Und, da ist eine Wasserflasche, okay, aber ob das so gut ist, dann die Flasche mit dem Wasser zu befüllen, dass da so... Okay, du machst irgendwas anderes. Was machst du denn? Ah, dich ein bisschen waschen und so, alles klar. Better. Oh nein. Aber da... Hier waren wir doch eben drin. Da passiert doch jetzt nicht... Ist doch da reingerollt ins zweite, oder? Ist es durchgerollt? Da ist es, okay, wunderbar. Ja, dann heb es wieder auf. Ja, sie kennt die Tricks. War so eine Afrofrau, oder? Kann das sein? Oh nein. Das ist die Waffe von ihr. Oh fuck. Ich muss wieder irgendwann Tasten drücken gleich wahrscheinlich. Clem ist doch nicht schwer, das kann doch nicht einbrechen jetzt, oder? Boah, ich fieber schon wieder zu sehr mit. Oh nein. Fuck. I see you. I'm a little girl. You're not fooling me. That's my gun. It's mine now. Give it back. Why should I? Get out here. Ey, du willst doch kein Mädchen umbringen, oder? Wie zerstört kann man in seinem Leben sein, dass man so mit einem kleinen Mädchen umgehen muss? Ich bitte dich. You got anything on you? Nein. Außer eine Wasserflasche. Come on, let's see. Ja, komm, wir machen mal mit Psychologie so ein bisschen. Komm. What's your name? My name? Why do you care? I was just wondering. Stupid. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. Alter. I'm not screwing around. Ich habe nix. I don't have anything. Oh, Meet, Crystal, Krista, wo seid ihr denn? No. Where'd you get it? I asked you a question. komm hier. None of your business. Just ja, give it to me. Wir sind ein hartes Mädel. Junk, junk, junk. Genau wie du, jetzt verpiss dich da aus dem Scheiß. Ja, komm, oh, Meet. Shit and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all. Ja, Omid, komm. That was a good catch. You ain't got nothing good. You just a little fish. Omid. You gonna cry, little fish? This your daddy? In Zeitlupe. Nein! Oh fuck. Was? Nein! Oh, fuck. I didn't mean to. I
Alter, dieses Spiel, ne? Warum ist das Spiel so fucking krass, ey? Es kann echt nicht sein. Alter Vater. Boah, wie lange kennen wir jetzt Umid? Seit Episode 3, ne? Oder so. Bei dem Add-on war er nicht dabei, da waren ja andere Charaktere dabei, aber... Ja, The Walking Dead, das ist fucking The Walking Dead, ey. Da passiert alles unfassbar. Unfassbar. Ja, das ist mal ein Anfang, ne? Umid ist tot. Über ein Jahr später... Krista, talk to me. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. More smoke than flame. Ja, was können wir sonst machen? We'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. Ja, you should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise, you will die. Ja, dann gehen wir mal auf die Suche nach, ja, nee, nicht über Umid reden, let's keep moving, komm. We can't stay in one place too long. It's too dangerous. We need to keep moving. All we do, all we have ever done is move. But we never seem to get anywhere. Ja, musst du irgendwo hin? Also, wir haben doch kein Ziel, oder? I'm freezing. Ich meine, was kann das Ziel sein? Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Is it safe there? Safer than here because of the cold, or so they say. We just need to keep moving north. Ja, bei linken klickt er nach einer Stadt irgendwie. Kann ich aufstehen? Okay. Ja, I miss Lee, ja. Komm, wir müssen jetzt nicht darauf rumreiten, in Erinnerung schwelgen. Wir müssen nach vorne gucken und deswegen spreche ich gar nicht so was an mit Umid oder mit Lee. Ja, alles klar. Lass mich hier ruhig alleine. Ich bin ja nur ein 10-jähriges altes Mädchen. Wie in echt. Was ist das da, eine Katze? War das eine Katze oder was war das? Das war kein Hase, oder? Ja, es hat alles ein bisschen schief gelaufen mit Umid. Wir hätten da vielleicht... Hätten wir unsere Waffe mitgenommen, hätten wir das Glas, die Wasserflasche nicht... Ach, nicht umgeschubst, wäre alles nicht so passiert. Da ist Lee. Ist jetzt über ein Jahr schon tot. Was haben wir denn hier? Drawing. Hat die das gemalt, oder wie? Oh, das sind die. Das ist die Familie, der Kenny. Oder wie hieß er nochmal? Kenny? Mein Kenny. Da ist der Leiter. Die Leiter. Also, the Leiter. Deutsch-Englisch Leiter. Ja, okay, Leiter. Habe ich mal eben so Rucksack drin. Ein Leiter. Wir müssen das irgendwie anhalten, das Feuer. Ja, Campfire, ja komm. Und dann halten wir das Ganze mal so ein bisschen. Aber wie willst du denn jetzt... Wenn das doch alles nass ist, kannst du doch eh nichts damit anfangen, oder? Ja, okay, damit geht's... Was kann ich denn jetzt hier machen? Achso. Was? Ja, erstmal anmachen. Jetzt da... Mädel? Okay, wenn jetzt rüberziehen. Ah, man muss... Okay.
Ja, ist eine neue Technik, die man hier anwenden muss. Nicht mehr mit E oder so, sondern mit rüberziehen ist anscheinend alles klar. Es ist an, dann packt man das mir hier rein und dann ist gut. Dann haben wir das Campfire wieder mal angemacht. Und es brennt auch. Und wir können hoffentlich bald irgendwann essen. Better, but still not enough. The flames are too low. Die Flames are too low. Wir bräuchten noch mehrere Sachen, noch mehr Papiere. Aber, das brauchen wir nicht. Das ist kein Papier. Richtig. Wir trotzdem sagen, wir schauen uns einfach morgen hier weiter um, dass wir morgen hier weiter klarkommen und das Licht anmachen. Ich mache hier eine relativ normale Folge, 15 Minuten. Die erste habe ich überlegt, ob ich die ein bisschen länger machen soll, aber ich werde alle Folgen 15 Minuten schneiden circa und deswegen ist jetzt Zeit, Goodbye zu sagen und dann machen wir morgen das Campfire ein bisschen weiter an und dann geht's auf Richtung Wellington und mal gucken, ob es da wirklich wärmer ist, ob es da Häuser gibt oder so, müssen wir mal abwarten. Aber dann sehen wir uns morgen wieder, hauen Sie rein, viel Spaß beim zweiten Teil morgen von The Walking Dead Episode 2, Staffel 2. Geil, ey, richtig geil, das ist endlich draußen, juhu. Was war das denn gerade? Das war Skype, ne, scheiße. Mann, hätte es nicht ein bisschen später kommen können, scheiß Skype. Okay, bis dann, hauen Sie rein, tschüss.